Und wir können diesen Pudding abfüllen. Na, hervorragend. Ein Tontopf mit klumpigem Pudding. Süß, ja. Nun, wohl eher Quarz als Kristall und keine Kugel in dem Sinn. Mehr ein Klumpen. Aber vermutlich funktioniert das Ding trotzdem. Gucken wir doch mal hinein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Wir haben aber jetzt Pudding, nicht wahr? Nun, einige der Kräuter scheinen meinen Blick zu erwidern. Liegt vermutlich daran, dass es Kräuter sind. Das funktioniert. Gut, ansonsten können wir anscheinend nichts machen. Hier. Komisch. Zumindest haben wir jetzt Pudding, würde ich mal behaupten. Und wir können ihn bald wieder verlassen, denke ich mal. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Pudding? Zum Henker. Wofür ist denn der Pudding da? Ganz, ganz komische Sache. Naja, okay. Straße, Platz, Gasse. Beim Stall gibt's ja auch nichts mehr, ne? Was wir uns irgendwie holen könnten oder so. Pudding. Seltsam. Ganz seltsam. Naja, gut. Scheune. Damit kann ich auch nichts anrichten. Wahrscheinlich. Können wir mit dem Drachen reden? So etwas sollten wir besser vermeiden. Okay. So etwas sollten wir besser vermeiden. Das ist natürlich eine clevere Sache zu vermeiden. Das ja, funktioniert. Ja mit dem Drachen zu reden, dem wir eigentlich helfen wollen. Wie machen wir unsere Sachen jetzt schwarz? Sag mal. Hier ja auch nicht, mit Sicherheit. Leimtopf. Kann man das irgendwie umfüllen in einen Krug oder so? Das funktioniert. Nein. Schade. Vielleicht ins Glas? Das funktioniert. Nein, auch nicht. Den Frosch vielleicht leimen? Das funktioniert. Nee. Irgendwas muss man ja wohl leimen können. Das funktioniert ja alles nicht. Funktioniert ja alles nicht. Das funktioniert. Funktioniert alles nicht. Das funktioniert. Warum funktioniert. Also, jetzt geht's aber langsam los hier. Das funktioniert. Kann man vielleicht mit dem Schraubendreher das Ding abhebeln oder so? Das funktioniert. Nee, natürlich nicht. Ja, den Rest, den können wir damit auch nicht benutzen. Gut, dann gehen wir halt wieder. Mensch, wenn du nicht willst. Naja, hier ist ja eh nichts mehr. Hier ist ja eh nur noch der Offler-Typ. Und der Bettler vielleicht. Stadt, Gasse, Straße. Ne, warte, Straße waren wir ja gerade. Straße wollte ich ja nicht mehr. Platz. Den kriegen wir auch nicht mehr auf die Beine, wa? Schade eigentlich. Wir können aber auch nichts hiermit benutzen, wa? Das Laken zum Beispiel. Das funktioniert. Shampoo können wir da auch nicht reinkippen. Das funktioniert. Mann, was können wir denn machen, bitte? Das funktioniert. Das funktioniert ja alles gar nicht. Das funktioniert. Noch immer gut in Schuss? Eine solche Einstellung brauche ich mir nicht bieten zu lassen. Wie bitte? Ich übe einen uralten Beruf aus, jawohl. In anderen Kulturen genießt er hohes Ansehen. Du meinst vor allem Bakterienkulturen, nicht wahr? Im Ernst? Hast du jemals daran gedacht, wie die Welt ohne Spezialisten für Abwasserverwaltung aussähe? Es wird Zeit, dass wir größeren Einfluss bei der Regierung bekommen, Kumpel. Ich hatte immer den Eindruck, dass ihr bereits großen Einfluss auf die Regierung habt. Durfte fast sprichwörtlicher Natur sein. der alte Trick mit dem Schwert im Honigtopf. Danke. Der alte Trick mit dem Schwert im Latrineneimer. Hm.
Tja. Vielleicht können wir den kleinen Gassenjungen... Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Schade. Mit dir können wir auch nicht reden. Ha. Vielleicht können wir eine Plumphose geben. Das funktioniert anscheinend nicht. Vielleicht können wir dem Koch ja den Frosch auf den Kopf setzen. Nein, das funktioniert auch nicht. Vielleicht können wir den Koch mit Plumpudding. Das funktioniert. Oh, meine Güte. Der liebe alte Mann. Was? Wie vornehm er aussieht. Bestimmt ist er ein wahrer Held. Hä? Er könnte mich im Kampf besiegen. Vornehmer alter Herr? Die meint aber nicht den Schnapper, oder? Drachendetektor gefällig? Nee. Entschuldigung. Vielleicht, einer von denen? Ist alles in Ordnung mit ihm? Nein, anscheinend nicht. Welcher alte Herr? Na, viel zu tun? Nein. Ich versuche nicht mehr ganz so häufig zu kämpfen und in Stücke zu hauen. Okay. Das funktioniert nicht. Und wieso, hä? Wieso reagieren? Oh, meine Güte. Der liebe alte Mann. Wie vornehm er aussieht. Hä? Das funktioniert nicht. Schnapper? Das funktioniert auch nicht. Vielleicht kann man den Pudding den alten Leuten geben. Das funktioniert. Nein, anscheinend nicht. Truhe. Da ist er doch. Was hat das mit dem Pudding auf sich? Na, hervorragend. Ein Tontopf mit klumpigem Pudding. Ja, so in Ordnung. Das funktioniert. Seltsam. Der vornehme alte Herr. Welcher vornehme alte Herr, Mann. Kannst du nochmal das Laken das überziehen? Nee, natürlich nicht. Schade. Aber was soll das bedeuten? Oh, meine Güte. Der liebe alte Mann. Wie vornehm er aussieht. Bestimmt ist er ein wahrer Held. Er könnte mich im Kampf besiegen. Verstehe ich nicht. Welcher vornehme alte Herr? Das funktioniert. Ah, natürlich funktioniert das nicht. Ich versuche ja auch nur ein paar Sachen. Das funktioniert. Oh Gott. Können wir dem Schnapper vielleicht die Körner geben? Das funktioniert. Knallkörner. Nee. Der sieht ziemlich tot aus. Oh, ich krieg langsam Gehirnkrämpfe bei dem ganzen Zeug hier. Ich meine, hier können wir ja auch nichts machen, oder? Ich meine, der Pudding hat ja immerhin keine Bedeutung. Das funktioniert nicht, nee. Das funktioniert nicht. So, wir versuchen jetzt alles einfach einmal aus. Irgendwas muss ja klappen. Ups. Ja, genau, der ist wieder runtergefallen.
Seltsam. Wirklich äußerst seltsam. Vani, was sollen wir denn bitte noch mit den zwei, Krügen? Können wir dem Troll den Pudding geben? Das funktioniert. Knallkörner. Frosch, Schmetterling. Nein, fort mit dir. Keine Geister, kein... Erzähl mir mehr davon. Ja. Vielleicht hat er... Nein, ein Drink pro Auftritt reicht mir. Oh. Okay, dann halt nicht. Seltsames geht hier vor. Ich verstehe nicht ganz hundertprozentig, was wir jetzt machen müssen. Aber wir müssen garantiert irgendwie... das Laken schwarz färben. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie das gehen soll. Das funktioniert. Ja, mit dem können wir auch nicht mehr reden. Nein. Wie wär's mit Pudding für dich? Das funktioniert. Nee. Offensichtlich nicht. Ha, ganz seltsame Sache. Vielleicht können wir noch irgendwas... hinter der UU machen? UU? Mülltonnen. Interessant, wir haben jetzt Mülltonnen bekommen. Was können wir damit machen? Ist das vielleicht ein Trick, um irgendwie die Wasserentsorgung zu machen oder so? Oder vielleicht können wir den damit beschütten oder was? Das funktioniert. Vielleicht können wir das in den Seerosenteich kippen. Das funktioniert. Nein, natürlich nicht. Vielleicht können wir es auch in die Truhe verstauen und auch Rincewind, jetzt endlich auf die Türe mal zuzumachen. Genau, Platz. Vielleicht können wir das bei dem Mülltypi, bei dem Abwassertypi, ins Abwasser hinein tun. Das System, damit das lahmgelegt wird oder so. Das funktioniert. Das funktioniert nicht, natürlich nicht. Seltsam. Hätte ja sein können. Vielleicht können wir das auch auf den Koch werfen, wenn die Truhe sich langsam mal anschickt, rüberzukommen. Das funktioniert alles nicht. Gut. Schnapper? Nein. Das funktioniert. Okay, bitte der Alten vielleicht? Das funktioniert. Funktioniert alles nicht. Komm, geh wieder zurück. So. Was machen wir denn mit dem Zeug? Mülleimer. Vielleicht hier irgendwas? Ins Fass kippen? Das funktioniert. Funktioniert nicht. War ja klar. Das Laken in das Fass. Das funktioniert. Das Schaumbad in das Fass. Nein, das funktioniert auch nicht. Ein Glas Wasser? Das funktioniert. Schade. Ein Krug Wasser? Das funktioniert. Auch nicht. Gut. So weniger gut, als ich erwartet habe. Wir kommen wirklich nur schleichend voran. Und ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Park gibt es nichts mehr. Die Scheune, da ist der Drache drin. Im Park waren wir jetzt schon. Schatten kommen wir natürlich nicht rein. Beim Stall ist auch nichts mehr. Die Straße ist auch nichts mehr. Ich meine, wir haben jetzt Pudding und wir haben den Mülleimer. Aber das bedeutet ja nichts, ne? So, Palast kommen wir auch nicht weiter. Wie machen wir das denn?